Ja, guten Tag. Heute bei mir im Gespräch Matthias Häfner. Hallo Matthias. Hallo Bernd, schön, dass es klappt. Du bist Interim Manager und du bist Interim Manager und Spezialist für den HR, also für den Personalbereich, oder? Genau. Also Interim Personalleiter ist es Ja, so Interim das Richtige. Personalleiter, Mittelstand, Industrie, das sind so die Begriffe, die mich charakterisieren. Ja. Erzähl uns doch mal ein bisschen, wie du da hingekommen bist. Ich war jahrelang oder jahrzehntelang, kann man sagen, in Festanstellungen. Und als Personaler weiß man, dass es immer Überraschungen im Leben gibt. Deshalb hatte ich schon immer eine Liste, eine unreflektierte Liste mit Optionen für den Fall, dass mal das Arbeitsverhältnis mal zu Ende geht. Und oben auf dieser Liste stand das Thema Interim Management. Ja. Und vor knapp 6 Jahren habe ich das für mich mal geprüft, hinterfragt, mit meiner Familie besprochen, ob das für mich passen könnte. Und dann habe ich den Entschluss getroffen, ins Interim Management zu gehen, also in die Freiberuflichkeit, und bin happy. Okay, ja, das freut mich zu hören. Interim Management ist anders als festangestelltes Management. Die Anforderungen sind zum Teil sehr hoch, man ist viel unterwegs, also von der Familie weg. Also das ist eine bewusste Entscheidung, oder? Genau, war eine absolut bewusste Entscheidung, wie gesagt, in Abstimmung mit der Familie. Und ich stehe jetzt so ein bisschen am Ende eines Mandats und die fragen schon ganz neugierig, ob ich schon was Neues habe, weil sie jetzt mich zu Hause nicht brauchen können. Jetzt stehen die Ferien an, da haben sie dann gesagt. Sie brauchen also zu Hause keinen Manager, der da irgendwas organisiert, Der sagt genau, wie der Hase läuft. oder? Ja, sehr sympathisch, Matthias, ja. Und du machst zum Teil auch große Mandate, also in diesem Sinne, du leitest auch größere Unternehmen vom Personalbereich. Genau, also so die Größenordnung 5, 6, 800.000 Mitarbeiter, Ja. die liegt mir, aber auch kleinere Einheiten. Dann gibt es auch ein paar interessante Facetten in kleineren Einheiten. Ich konnte auch schon mal ein Joint Venture mit aufbauen, HR-seitig. Das war auch eine interessante Sache. Waren wir eben zu Beginn, waren wir dann 20 Mitarbeiter. Das ist natürlich auch eine interessante Erfahrung, da mal dabei zu sein. Aber im Großen und Ganzen bin ich in Unternehmen in der Größenordnung 500 bis 1000 Mitarbeiter. Ja, und Industrieunternehmen, habe ich richtig verstanden? Genau. Ja. Genau. Mir liegt einfach die Industriewelt. Man verspürt dann einfach auch im Umgang mit Mitarbeitern, mit Betriebsräten, mit Führungskräften, dass man relativ schnell eine Sprache spricht und sich dann auch da zu Hause fühlt. Das kann ich gut nachvollziehen, das haben wir gemeinsam, also das Interesse für die Industrie. Ja. Und was sind denn so die Gründe dafür, dass ein Unternehmen einen Personalleiter oder Personalleiterin sucht, in dieser Größe ja auch? Ja, das ist ja, da gibt man ja was in Hände eines einer externen Kraft, was sehr, ja, was sehr vertraulich ist, was sehr vertraut ist und was ja eigentlich der Kern des Unternehmens ist. Ja, die Mitarbeiter sind ja extrem wichtig in der Industrie. Ja. Ja, also ich weiß in der Tat zu schätzen, wenn ich so ein Mandat bekomme, was das für ein Vertrauensvorschuss ist, der rüberkommt. Die Gründe sind vielfältig. Häufig ist eben die entsprechende Leitung nicht mehr im Unternehmen, sei es krankheitsbedingt oder eben durch Kündigung. Sehr oft kommt noch durch Zufall ein anderer Austritt in HR dazu, sodass einfach die Schwächung, die dann eintritt, einfach zu groß ist und dann kommt eben der Entschluss, jemanden interimistisch zu beschäftigen. Zusätzlich ist ja heutzutage so, dass es schwer ist, HR-Leute in Festanstellungen zu bekommen, vor allem wenn sie generalistisch ausgerichtet sind. Insofern ist die Zeitperiode, bis dann ein neuer kommt, häufig gar nicht vorhersehbar. Und das kann ohne weiteres 6, 8, 9 Monate dauern. Hier in dem Mandat, in dem ich jetzt gerade bin, hat es jetzt dann ein knappes Jahr gedauert. Und der Interim Manager, also du bist in dem Fall dann dafür verantwortlich, dass Kontinuität gewahrt wird im Unternehmen, oder? Genau, im Grunde genommen ist der Auftrag zunächst mal,
holzschnittartig, der, dass man sagt, halt den Laden über Wasser. Sehr oft kommen dann zusätzliche Themen und vor allem kommen im Laufe der Zeit natürlich, sagen wir, Überraschungen oder Unvorhersehbares, was dann eben auch entsprechend zu bewerkstelligen ist. Ja, das kann ich mir gut vorstellen, was du damit umschreibst, ja, weil der Interim Manager ist ja auch immer ein Berater, der viel Kompetenz mitbringt von außen. Also in dieser Periode geschehen dann wahrscheinlich auch Veränderungen, betrieben auch durch die Expertise, die du mitbringst dann. Ja. Genau, in der Regel gibt es, ich nenne es mal Beifang sozusagen, das einfach für Unternehmen Beifang im Grunde genommen, dass man einfach aufgrund von gewissen Erfahrungen Ideen und Vorschläge hat, was man denn noch verändern könnte. Ja, okay, das ist dann jetzt, wir nennen das, glaube ich, Vakanzüberbrückung. Ja? Das ist also einer der nach wie vor im Interimmanagement einer der Treiber der Projekte, Wahrung von Kontinuität, Zusammenhalten der Fäden, ja, und gleichzeitig damit einhergehend positive Veränderungen, was man sich sozusagen schon lange gewünscht hat, vielleicht, ja, von der Unternehmensleitung oder auch von der Belegschaft. Und machst du auch Projekte, Veränderungsprojekte im HR-Bereich? Im Bedarfsfall ja, aber das ist eben nicht meine Kernkompetenz, wo ich mich so richtig, also ich fühle mich einfach richtig wohl in der Rolle HR-Leitung oder so ähnlich in eben dem besprochenen Umfeld. Da gehe ich auf. Ja, das ist eine verantwortungsvolle Rolle. Das gibt der Belegschaft Sicherheit, ein guter HR-Leiter oder Leiterin, ja, oder der Unternehmensleitung auch. Also wenn da Ruhe ist im Bereich HR, dann ist es ein großer, großer Vorteil. Das merkt man, das weiß man. Ja. Genau. Und das HR-Team ist in der Regel auch froh, wenn da noch jemand ist, der einfach die Truppe in dieser Übergangsphase unterstützt. Ja. Ja, gut, Matthias, ich danke dir für die Einblicke, die du uns gegeben hast, so wie das aussieht als im Leben eines Interim-Managers. Wie oft bist du denn zu Hause oder wie viel bist du meistens unterwegs? Oder? Ich bin meistens von Montag bis Donnerstag unterwegs. Ja. Und dann freitags Homeoffice oder auch mal einen freien Tag und dann ist Wochenende. Aber das passt gut. Alle sind zufrieden. Ich auch. Ne? Passt gut in meine Lebenssituation. Ja, okay. Ja. Gut, Matthias, ich danke vielmals für das Gespräch. Ja? Bernd, vielen Dank. Dankeschön. Ade. Ciao. Ciao. Jetzt schreibe ich mir das mal auf. Bis 8. Gut, ich fand das gar nicht schlecht. Wir haben 8 Minuten, das ist gut. Ja, es ist gut, wenn das nicht zu lang ist. Ja. Da hast du ein besseres Gefühl dafür. Ja. So, dann haben wir als zweites Thema, jetzt haben wir doch Veränderungssituationen, da wolltest du eben nicht so gerne drüber reden. Ne? Gibt es Veränderungssituationen, von denen du uns berichten möchtest? Ne? Ach so, du hättest jetzt erwartet, dass ich das hier platziere. Nee, muss ja nicht sein. Also das ist ja jetzt dann der zweite Teil des Gesprächs. Ja. Du hast ja die Frage selber aufgeschrieben. Ne? Gibt es Veränderungssituationen, von denen du uns... Ja, das mache ich gerne jetzt Antwort geben. Aber ich hatte so verstanden, dass du mich nach Projekten gefragt hast. Ja, nee, das ist richtig. Ist richtig, ist gut. Ne? Also wir starten jetzt ein zweites Gespräch, sozusagen virtuell. Ich schneide es dann hinterher. Also ich bin der guter Hoffnung. Ich habe es bisher nicht gemacht, aber ich glaube, ich kriege das jetzt hin. Ne? Weißt du, was ich mal noch gerne rüberbringen würde? Ja. Dass, sagen wir mal, das Thema Nutzen stiften im Unternehmen, wirtschaftlichen Nutzen stiften. Ja. Das kommt mir manchmal bei den Personalern ein bisschen zu kurz. Ich weiß nicht, ob wir das irgendwie einbauen können. Und das andere Thema ist, dass ich eigentlich feststelle, dass Geschäftsführer oder, häufig ihre Erwartungen an HR gar nicht richtig formulieren können. Also da habe ich ein Gespräch mit der Diana Roth
dazu geführt, ne? Wo ich dazu ich war ja selber längere Zeit Geschäftsführer, wo ich dazu geraten habe, HR als Partner zu betrachten, weil das ist ja eine enorme Kompetenz da, die man beachten sollte und die man auch braucht, ja. Und da sieht man von vielen Unternehmensleitungen einfach viel zu wenig, ja. Genau, die haben gar keine rechte Vorstellung, ne? Dadurch entsteht natürlich, das führt jetzt vielleicht ein bisschen zu weit, aber viele HR-Leute sind ja dann auch irgendwie frustriert. Ich meine, in HR darfst du eh nicht gehen, wenn du gelobt werden willst, das ist klar. Aber sagen wir mal so, die Erwartung mal klar beschreiben und dann vielleicht auch sich committen als HR und sagen, okay, lass uns messen. Das fehlt mir oft ein bisschen. Ne? Ja. Du hast gesagt, Sinn stiften oder Nutzen stiften. Mhm. Ne? Wie kannst du das formulieren? Also Nutzen stifte ich ja dann, wenn ich weiß, wozu das, was ich da im Unternehmen treibe, ja, wozu das dient und wo der Nutzen fürs Unternehmen liegt. Mhm. Häufig stelle ich fest, in HR fragt man sich, wie machen wir es? Ja. Dann ist man happy, wenn man weiß, wie man es macht. Wie man das Problem vom Hals kriegt. Wie bitte? Wie man das Problem vom Hals bekommt. Ja. Genau, oder wie man irgendwie einen administrativen Act, wie man den organisiert. Aber ja. Es mag dann, häufig wird gar nicht gefragt, wozu und warum. Ja. Kannst du das in 60 Sekunden sagen? Wie wollen wir das überschreiben? Ja, also dann machen wir das im Anschluss, machen wir das als Kurzpunkt, ja. Und was ist das dann, sagen wir mal, Nutzen stiften, oder? Ja, wie kann man im HR-Bereich Nutzen stiften? Oder dem Unternehmen und, ja. Okay, ich meine, wir haben ja noch das andere Thema. Lass uns das mal erstmal machen mit den, gibt es Veränderungssituationen, von denen du uns berichten möchtest? Lass uns dann nochmal noch ein Gespräch führen, irgendwie so. Okay, machen wir das mal, ja. Und dann machen wir das andere hinterher, ja? Ja. So. Ja, also heute nochmal im Gespräch bei mir, Matthias Hefner, Interim Manager, HR Spezialist. Ja. Hallo Matthias. Ja. Matthias, als Interim Spezialist im HR-Bereich, magst du uns davon Projekterfahrungen oder Veränderungssituationen erzählen, die du so begleitest in deiner Praxis? Gerne. Ein häufiges Thema sind, sagen wir mal, Personalanpassungen im kleineren oder mittleren Maßstab, die ich schon des Öfteren begleitet habe. Da kommt es mir immer darauf an, dass diese Trennungen in der Regel, das sind ja Trennungen, dass die, sagen wir mal, fair und möglichst geräuschlos ablaufen. Mhm. Ich kann aber auch von einem Thema berichten, auf das ich tatsächlich stolz bin. In einem Unternehmen, in dem ich tätig war, in dem Industriebetrieb, ist sozusagen das Herzstück der Produktion durch Maschinenbruch ausgefallen. Mhm. Und hat dann notdürftig die Anlage wieder in Betrieb genommen. Es war aber klar, das wird über kurz oder lang wird die Anlage endgültig nicht mehr produzieren können. Und um eine neue Anlage mit einer verbesserten Logistik aufbauen zu können, war eine erhebliche Investition im zweistelligen oberen Millionenbereich notwendig. Und das war nur abbildbar dadurch, dass die Belegschaft einen Anteil gebracht hat durch mehr Arbeit ohne Lohnausgleich. Mhm. Und dazu war es notwendig, die Tarifvertragspartner zusammenzuholen und eine Vereinbarung zu treffen. Die Vereinbarung haben wir getroffen. Dadurch wurde der Weg frei für die Investition. Und ich bin immer noch mit dem Unternehmen in Kontakt und freue mich sehr, wenn ich höre,
dass alles in guten Gang geht und dass die Zukunft des Unternehmens mittel- und langfristig gesichert ist. Ja, wow. Ja, also das sind ja anspruchsvolle Projekte, gerade für jemanden von extern, der in ein Unternehmen kommt und so einen Prozess begleitet. Da hat man ja mit ganz vielen verschiedenen Stakeholdern zu tun. Unternehmensleitung, Belegschaft, Gewerkschaft. Und das koordiniert dann der HR-Leiter quasi, ja, diesen Prozess. Da ist natürlich die Unternehmensleitung ständig mit dabei. Aber die HR-Leitung hat, je nachdem, wie das Projekt designt ist, dann auch eine entsprechende Rolle. Ohne HR-Funktion lässt sich sowas auch nicht umsetzen. Ist da nicht eine immense Erfahrung notwendig? Und es sind ja auch rechtlich viele Dinge zu beachten dort an der Stelle, damit das sozusagen auch umsetzbar ist und Bestand hat. Ja? Genau, also rechtlich gibt es da natürlich in der Regel eine externe Unterstützung durch Arbeitgeberverband und auch die Gewerkschaft hat dann entsprechende Expertise, ja, die sie sich gegebenenfalls auch noch zukauft. Es ist eher die Erfahrung im Umgang mit Verhandlungspartnern und in der Organisation, in der straffen Organisation von so einem Verhandlungsprozess. Ja, also nennen wir es beim Namen, Soft Skills, Matthias. Ja. Ja. Im Interim Management stellen wir fest, wir brauchen die Soft Skills. Es ist ganz egal, ob das jetzt Engineering ist, ob es Vertrieb ist oder hier im Bereich HR. Ja, es sind anspruchsvolle Prozesse, die mit Menschen zu tun haben und da werden Soft Skills gebraucht. Ja. Sodass wir möglichst Win-Win-Situationen erreichen. Der Vorteil, den ein Interim Manager da hat, aus meiner Sicht, ist, dass er ja keiner Gruppierung irgendwo verpflichtet ist. Ja, er ist seinen Projektzielen verpflichtet, aber er ist nirgendwo in einer politischen Gruppe, in einem Unternehmen, ja, oder in einer Seilschaft, so wie wir das ja kennen von Leuten, die seit Jahrzehnten im Unternehmen sind. Ja. Absolut. Wenn du das so sagst, dann wird mir das auch nochmal bewusst. Ich war in der Phase nur auf den Abschluss fokussiert. Ja. Und da richtest du dann deine ganze Energie drauf und dann wird es auch was, ja. Genau, das haben wir dann morgens um 4 besiegelt. Ich nehme an, es gab eine kleine Feier danach. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Da brauchst du jetzt nicht viel dazu zu sagen, aber ich stelle mir das gut vor. Ja. Diese Wirkstoffe wurden dann auch noch gereicht. Ja, ja, Wirkstoffe. Ja, schön, ja. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das dann auch noch Jahre nachwirkt, so ein Erfolg. Ja. Ja. Also, ich danke dir für deine wirklich tollen Einblicke hier. Ich glaube, das stellt sich kaum jemand vor, wenn man über Interim Management spricht, welche Verantwortung, welcher Ansporn das eigentlich ist. Ich sag mal, als Interim Manager bist du dann gerade zu Beginn eines Projekts ja ständig auf Vollgas, ja, weil du diese Situation verstehen musst, ja. Und genau, also der Start eines Projekts, der ist immer ziemlich turbulent, ne? Ja, die Zusammenhänge und die Stakeholder verstehen musst, also wer hat welchen Einfluss, wer trifft letztendlich Entscheidungen, jetzt mal unabhängig von den formalen Organen, ja, das ist ja entscheidend wichtig. Ja. Also toll. Danke für die Einblicke, Matthias. Ja. Gerne. Danke fürs Gespräch. So, jetzt schreibe ich mir das mal auf. Ich habe das noch nie gemacht, so in einem. Ja. Aber ich finde es nicht schlecht. Ich schneide mir das dann nachher zusammen. Ja. Jetzt machen wir mal Hotshots, ne? Also maximal 60 Sekunden. Ne? Mhm. Vakanzüberbrückung, ja, zum Warmlaufen. Wann ist eine Vakanzüberbrückung erfolgreich? So, jetzt kurze Begrüßung. Ja? Okay. Warte mal, ich ziehe, ne? Ja, Matthias Häfner, Interim Manager, HR-Bereich, Vakanzüberbrückung. Wann ist eine Vakanzüberbrückung erfolgreich?
Ja, Bernd, so wenn ich zurückblicke, dann denke ich, ist eine Vakanzüberbrückung dann erfolgreich, wenn der Kunde happy ist. Wann ist der Kunde happy? Wenn seine Erwartungen erfüllt sind, wenn all die Themen, die im Laufe der Zeit zusätzlich oder überraschend kommen, gut erledigt wurden, wenn er verspürt, dass der Einsatz des Interim Managers einen Nutzen gestiftet hat im Unternehmen. Und für mich persönlich ist auch immer noch ganz wichtig, dass die Besetzung dann mit einer Person in Festanstellung, dass die erfolgreich und dauerhaft vollzogen wird. Danke, Matthias, für dieses runde Bild. Ja. Ja, siehst du, das läuft doch gut. Zur Erklärung, ich warte mal ein bisschen, weil es ist etwas Versatz drin bei StreamYard. Ja? Also das ist dann muss ich den Punkt genau treffen, wo ich dann schneide. Ja? Okay. Also wenn man dann spricht, dann wenn ich zu früh beende, dann ist das quasi abgeschnitten. Ne? So, jetzt haben wir noch Erfolgswerte. Och, das sind doch schön. Was sind die Erfolgsfaktoren im HR-Interim-Management? Ja? Okay, ja, dann. Ja, hallo Matthias Häfner, HR Interim Manager. Was sind die Erfolgsfaktoren im HR Interim Management? Hallo Bernd. Aus meiner Sicht sind die Erfolgsfaktoren eine klare Abstimmung der Erwartungen in das Interim Mandat, ein schnelles Wirksamwerden des Interim Managers, auch in der Hinsicht, dass er den HR-Team aufzeigt, dass er schnell Nutzen stiftet und Unterstützung bietet. Dass schnell aufgezeigt wird, der Beitrag zum Unternehmenserfolg. Ja. Durch Resultate, durch Ergebnisse. Und ganz zum Schluss ein bisschen Glück. Okay, vielen Dank für dieses Bild, Matthias. Gerne. Ja, super. So, jetzt machen wir noch das Nutzenstiftende, ja. Und das machen wir jetzt mal, also ich sage Hallo zu dir als Interim Manager, aber ich lasse das jetzt mal allgemein als HR, ja. Mhm. Was ist das Sinnstiftende im HR-Bereich, ja? Also ich würde schon, sagen wir mal, den Nutzen, also zum Schluss auch in Geldeinheiten. Ne? Aber haben wir da jetzt auch 60 Sekunden oder kann ich da ein bisschen länger faseln? 60 Sekunden. Okay. So. Hallo Matthias Häfner, HR Interim Manager. Was ist das Nutzenstiftende fürs Unternehmen im HR Interim Management? Hallo Bernd. Ich denke, wir HR-Leute sollten unbedingt die Erwartungshaltung des Unternehmens oder der Unternehmensleitung an uns ab. Jetzt habe ich einen Scheiß. Müssen wir nochmal zurück. Ja, okay. Das habe ich mir verhaspelt. Ja, machen wir. Fangen wir von vorne an. Ne? Hast du da einen Kaffee oder? Nee. Ich darbe dahin. Das ist auch eine Motivation. Ja. So, wollen wir nochmal versuchen? Ich schaue mal, was ich hier alles bekomme. Alright. Ja, hallo Matthias Häfner, HR Interim Manager. Was ist das Nutzenstiftende im HR Interim Management oder im HR Management? Hallo Bernd. Aus meiner Sicht ist wichtig, dass wir HR-Leute uns bemühen, die Unternehmensziele zu kennen, unsere Rolle im Unternehmen klar zu definieren und uns gegebenenfalls auch messen zu lassen an dem, was von uns erwartet wird. Und dadurch wird dann auch sehr schnell deutlich, wo unser Wertbeitrag bzw. unsere Nutzenstiftung im Unternehmen liegt. Das ist mir immer ganz wichtig, dass man weiß, sozusagen, wozu man auf der Welt ist als HR und dort seine Rolle dann auch sehr gut wahrnimmt. Ich danke dir für dieses runde Bild, Matthias. Gerne.
Ja, das war jetzt gut. Ne? Wir haben also das, dadurch, dass wir das in einem machen, ja, ist es auch relativ schnell jetzt, ne? 25 Minuten. Ich schneide das dann zusammen und dann mache ich das so Stück für Stück, streue ich das die nächsten Tage mal ein, ja. Und das wirst du dann sehen. Du bist ja auf LinkedIn auch, oder? Genau, ich krieg das dann. Ich Ich bin. tag dich dann, dann Ja, siehst du. ja. Ja. Okay. Gut, Matthias, hat mich gefreut, dich kennengelernt zu haben und ich hoffe, dass wir nochmal uns über den Weg laufen irgendwo. Ja. Es hat mir Ja, ich muss Spaß sagen, ich war jetzt am Anfang. Der Lars Peters hat mich angeschrieben, ne, ob ich dazu bereit gemacht. wäre. Und dann habe ich ein paar Videos von dir angeschaut. Und gesagt, oh Gott, der Rockstar. Und das für einer. Ja. Aber hat es echt Spaß gemacht, muss ich Ja, zugeben. das freut mich. Also, Ja, cool. okay. Vielen Dank. Ich danke dir, ja. Okay, alles Gute für dich. Bleib Ja, gesund für danke. die 62, gell? Ja, wünsche ich dir auch. Danke, tschüss. Alles Gute, ciao.